Also guten Morgen, Leute. Heute zeige ich euch endlich, wie ich mein Chocolate Oatmeal mache. Also, wir brauchen Haferflocken, einmal kernig und einmal zart. So mache ich es immer. Ihr könnt natürlich auch nur eine Variante nehmen oder Dinkelflocken, geht auch. Egal. Dann brauchen wir Stevia. Stevia ist ja mein persönlicher bester Freund in der Defi-Phase. Kakao, mein zweitbester Freund. Und wir brauchen eine Möhre und eine Reibe zum Raspeln. So, also denkt dran, wir befinden uns in der Defi-Phase, deswegen nehme ich auch nur 100 Gramm Haferflocken. Ihr müsst ja bedenken, ich komme ja von ursprünglich 200 Gramm oder so, ne? Ich mache mal 50-50 hier. 50 Gramm kernige, 50 Gramm zarte, denn die zarten, die nehmen unheimlich viel Volumen an, wenn die eben gekocht werden. Ne? Die gehen schön auf, die quellen sehr auf und die kernigen geben aber trotzdem noch so ein bisschen Biss, ne? Dass wir was zu kauen haben, dass wir auch befriedigt sind. Okay, jetzt Stevia. Ich liebe Stevia, vor allem in der Defi-Phase. Das ist so ein kleines Highlight für mich zumindest. Ordentlich rein damit. Macht ihr natürlich nach Geschmack, ne? Und jetzt kommt das allerwichtigste Kakao. Und zwar nicht zu knapp, Freunde. Ja, was habe ich? 18 Gramm, glaube ich, habe ich jetzt insgesamt dann reingemacht. Ich mache eigentlich noch mehr, aber es war jetzt leer, die Packung. Scheiße. So, bisschen Möhre rein, damit wir ein bisschen mehr Volumen noch erzeugen können. Denn die 20 Kalorien von der Möhre, Leute, und es ergibt aber insgesamt eine größere Portion. Das ist doch geil, das ist doch ein super Tipp, oder? Ihr könnt auch Zucchini da reinraspeln. Ihr schmeckt das alles nicht, ne? So, ab auf den Herd. Und mit heißem Wasser, ich koche das immer schon vor, übergießen. Dann geht es auch schön flott und dann wird das schön geköchelt. Ach, Banane haben wir vergessen. Halbe Banane machen wir nur rein, weil wir sind ja in der Defi-Phase. Wir müssen gucken, dass wir unsere Kalorien sinnvoll verbrauchen. Und Obst macht ja nicht allzu satt. Aber Banane schmeckt halt unheimlich geil da drin. Schoko-Banane, die zerstampfe ich jetzt einfach so mit dem Holzlöffel. Schön rühren. Ja, fertig ist. So unspektakulär ist das Rezept, nachdem ihr alle gefragt habt. Jetzt könnt ihr das so lassen und mit Obst servieren oder mit einem Teelöffelchen Erdnussbutter. Und einer Medjool-Dattel. Oh Gott, Leute, das ist so lecker. Oh, das Snickers-Oatmeal. Ja, aber fast noch leckerer ist es, wenn ihr das Oatmeal abends zubereitet, dann in den Kühlschrank tut und dann am nächsten Morgen rausnehmt. Leute, das ist wie so eine feste Mousse au Chocolat von der Konsistenz. Das schmeckt mir ja noch am allergeilsten. Viele mögen das schon kennen unter Overnight Oats, unter diesem Begriff. Ich kannte das gar nicht. Guck mal, wie schön. Oh, wie feste das geworden ist. Mmh, lecker. Das genehmige ich mir jetzt, Leute. So, guten Appetit.